Come on, darling. Komm, Schatz. Wake up. Wach auf. Heute ist Waldschule. Komm, wach auf. Come on. Auf geht's. Come on. Auf. Come on. Wie spät ist das? Zeit aufzustehen. On your way. Ich heiße Miro. Ich bin 11 Jahre alt und lebe in Auckland in Neuseeland. Heute ist Mittwoch. Deshalb lasse ich meine kratzige Schuluniform im Schrank und nehme bequeme Outdoor-Klamotten. Dann geht's los zur Waldschule. Die Waldschule ist draußen. Das ist toll. Ich liebe es. It's nice and I love it a lot. Mein Hund heißt Pippi. Er ist 4 Jahre alt. Manchmal ist er frech, aber eigentlich ist er ein guter Hund. Pippi will mit in die Waldschule gehen, aber er bellt, wenn er dahin geht. Er bellt. Immer. Mein Vater ist so lieb, hilfsbereit und total lustig. Er macht mir Frühstück und verwöhnt mich immer ziemlich. Meine Mutter ist eine starke Frau. Sie lässt sich von niemandem rumkommandieren. Was macht ihr in der Waldschule, wenn es heute regnet? Geht ihr ins Zelt? Nein, da tropft es von oben runter. Die Waldschule ist immer eine Pause von Handys und Computern. Kein 8-stunden-langes Sitzen am Tisch, wo man mit Stiften alles Mögliche aufschreiben muss. Es ist was ganz anderes. Es ist Waldschule. Eine Schule im Wald. Miro wohnt in Avondale, einem Vorort von Auckland. Montags, dienstags, donnerstags und freitags geht sie zu Fuß. In eine ganz normale öffentliche Schule. Nur mittwochs ist alles anders. Da muss ihre Mutter sie mit dem Auto fahren. Einmal quer durch Auckland und dann raus in die Natur. Es ist eine lange Fahrt, weil es so weit weg ist. Eine Stunde bestimmt. Und bei dem Verkehr hier in Auckland ist es oft noch schlimmer. Bei Stau fahren wir 2 Stunden. Unser Wetter hier ist wie 4 Jahreszeiten an nur einem Tag. Es regnet, die Sonne scheint und dann ist es wieder kalt. Alles an einem Tag. Die Hauptstadt Auckland liegt ganz im Norden von Neuseeland. Besonders hier gibt es diese häufigen kurzen Regenfälle. Und es ist gerade Winter. Da spielt das Wetter besonders oft verrückt. Doch ganz egal, ob es regnet oder stürmt, die Waldschule ist immer draußen. Das Wichtigste an der Waldschule ist natürlich der Wald, die Bäume. Du kommst zu einem großen Kreis mit ein paar Baumstümpfen. Da ist dann auch die Feuerstelle. Miro ahnt noch nicht, welche große Herausforderung heute auf sie wartet. Troy ist mein Freund. Wir nennen ihn Buschjunge, weil er immer im Wald ist. Voll mit Matsch. Not happening. Tinil ist hier die Mutti. Sie ist die Chefin. Sie bringt uns alles Mögliche über Freundschaft bei und wie man sich besser miteinander versteht. Und vieles, was man zum Leben so braucht. Okay, wenn ihr euren Namen hört, geht bitte im Uhrzeigersinn um das Feuer herum. So wie ihr es gelernt habt. Okay, good morning, Costa. Guten Morgen, Costa. Wie gehst du ums Feuer? Im Uhrzeigersinn, super. Rund 20 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren kommen hier zusammen. Immer am selben Wochentag. An den anderen 4 Tagen haben sie ganz normalen Unterricht in anderen Schulen. Beim Morgenkreis darf sich jeder ausdrücken, wie er oder sie möchte. Mit dem Feuer geht es immer los. Wir zünden es an und dann brennt es den ganzen Tag. Great.
Wir machen das Feuer mit Funken. Dafür benutzen wir Stahl und einen Feuerstein. Ich habe einen Funken! In der Waldschule gibt es keinen festen Lehrplan. An diesem einen Wochentag lernen die Kinder nicht aus dem Schulbuch, sondern alles ganz praktisch von der Natur. Sie sollen Versuche machen und selbst erkennen, wie sie Probleme lösen können. Die Erfolge stärken dabei ihr Selbstbewusstsein. Meine Hände sind wund. Das hat ewig gedauert. So muss man den Funken machen. Vier Jahreszeiten an einem Tag. Kaum brennt das Feuer, verziehen sich die Wolken und die Sonne lässt sich wieder blicken. Es ist Zeit, den Briefkasten zu öffnen. Okay, super. Kommt, lasst uns den Briefkasten öffnen. Jeden Morgen gehen wir zum Briefkasten und holen uns den Brief von Tanifa. Dann gehen wir zum ältesten Baum. Da gibt es noch einen Sitzkreis und da öffnen wir dann den Brief. Tanifa ist eine Drachenkreatur. Er lebt da unten im Wasser und er kommt hoch, um uns die Briefe zu bringen. Liebe Waldschulkinder, schon seit ein paar Wochen versucht James, ein Floß zu bauen. Aber er schafft es nicht, weil er es ganz alleine versucht. Eure Aufgabe ist deshalb, als Team zu arbeiten und gemeinsam ein Floß zu bauen. Hier gibt es ein paar Bilder dazu. Überlegt euch doch mal, welche Materialien ihr für das Floß brauchen könnt. Vor allem Holz, irgendwas, was schwimmt. Und was schwimmt noch? Fässer! Wovon Miro noch nichts ahnt, sie bekommt eine besondere Aufgabe im Team. Miro wird das Projekt leiten. Dein Job ist es, das Team zusammenzuhalten. Schaffst du das? Ja. Super, mit der Hilfe deiner Freunde. Ich bin ein bisschen nervös. Was, wenn es einfach auseinanderfällt, wenn wir jemanden draufsetzen? Wenn es nichts aushält. Jetzt beginnt bei allen Schülern die Projektarbeit. Miros Team sammelt unter einem Zeltdach erst einmal Ideen. Fässer in die Mitte und Äste darunter. Super, kannst du das bestiften? Die Waldschule lässt Miro und die anderen Kinder die Naturwissenschaften ganz praktisch erleben. Beim Floßbau geht es um Auftrieb. Beim Klettern lernen die Kids, was die Schwerkraft alles so kann. Schau mal, die Schnalle formt jetzt ein C. Das bedeutet, sie ist zu. Hier gibt es noch ein C, also sind beide jetzt geschlossen. Und immer geht es auch um Teamarbeit und Vertrauen. Bereit zum Klettern. Gavin ist einfach ein total starker Lehrer. Er baut immer Sachen. Er ist streng, aber er ist vor allem nett. Er ist nur dann streng, wenn es sein muss. Gut gemacht, Jack. Oh Mann, fühl meine Hände. Feel my hands. Oh, sie sind eiskalt. Gavin Murdoch und seine Frau Tinil haben die Waldschule vor 2 Jahren gegründet. Die Idee? Kinder wie Miro sollen spielerisch lernen, die Natur entdecken und dabei auch mal an ihre Grenzen gehen. Wir gehen Risiken ein. Wir dürfen hier total spaßige Sachen machen, bei denen es sonst immer heißt, nein, das ist viel zu gefährlich. Das darfst du nicht tun. So lernen wir dazu. Wir können kreativ sein. Und wir sind entspannt dabei. Für jeden Tag in der Waldschule müssen Miros Eltern rund 50 Euro bezahlen. Doch es gibt auch ein Förderprogramm, finanziert durch Spenden. 3 Schüler aus ärmeren Familien sind komplett kostenlos hier. Bald sollen noch mehr Kids davon profitieren. In Miros Team gibt es mittlerweile einen Plan.
Das Floß soll aus zusammengeschnürten dicken Ästen bestehen. Fässer darunter sind für den Auftrieb da. Doch plötzlich gibt es Stress. Ich habe noch eine Idee. Was? Da draußen gibt es viele Haie. Nein, Sam, sei nicht albern. Sam wollte zum Schutz für alle eine Abwehrlanze gegen Haie auf das Floß bauen. Das fanden die anderen doof. Jetzt will er nicht mehr mitmachen. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich habe ihn zu wenig beachtet und mich nicht um ihn gekümmert. Ich möchte, dass er zurückkommt. Wir sind doch Freunde. Und wir brauchen jede Menge Hilfe. Ich fürchte, ich hätte meinen Job besser machen können. Immerhin ist es ja Miros Aufgabe, das Team zu führen. Sam ist traurig und sucht bei einer Betreuerin Trost. Miro will ihn unbedingt ins Team zurückholen. Sam, lass uns doch noch mal sprechen. Aber Sam will nicht und läuft erst mal weg. Wenig später überlegt er es sich dann doch anders und die Kids vertragen sich wieder. Jungs, versucht einfach zusammenzuarbeiten, hört aufeinander. Was meinst du? Kommst du zurück? Sam lässt sich überzeugen. In die Bucht von Oakland kommen nur ganz kleine Haie. Und die sind ungefährlich. Das Team steht. Der Plan steht. Jetzt muss das Material her. Du musst uns helfen. Okay, was machen wir? Ihr baut ein Floß, richtig? Wir brauchen Äste, Fässer und Seile. Als erstes sind die Fässer dran. Leere Speiseöltonnen gibt's noch vom letzten Bauprojekt. Sie sollen das Floß zum Schwimmen bringen. Es macht so Spaß, die Fässer zu rollen. Es ist wie Bowling. Ich lasse sie los und die anderen müssen sie unten fangen. Das letzte für Jessie. Die Schule hatte die Fässer mal auf einer Müllkippe organisiert. Und dicke Äste für das Floßgerüst gibt's im Wald sowieso genug. Doch gerade als das Floßteam losbauen will, kommt die Mittagspause. Jeder Tag in der Waldschule läuft nach demselben Zeitplan ab. Wir gehen jetzt runter zum Strand. Ihr könnt eure Spaten und die Eimer mitnehmen. Meer und Strand liegen direkt neben der Waldschule. Jeden Nachmittag dürfen Miro und ihre Freunde hier machen, was sie wollen. Sie sollen spielen und dabei so zu Forschern werden. Ich lerne beim Spielen, beim Arbeiten mit der Natur. Wir lernen auch, wie man draußen überlebt. Für einige der Kinder hat die Waldschule auch eine heilende Wirkung. Miro zum Beispiel hatte starke und krankhafte Ängste vor Dreck und Keimen. Ich mag Schmutz überhaupt nicht. Aber hier kann ich mittlerweile im Sand spielen, ohne die Krise zu kriegen. Manchmal fühlt es sich immer noch unangenehm an, aber es ist trotzdem gut. Normalerweise müsste ich jetzt alles abwaschen, bevor ich Spaß habe. Aber ich bin ein Kind. Kinder denken über sowas eigentlich gar nicht nach. Es geht doch darum, Spaß zu haben. Um 3 Uhr nachmittags endet der Tag in der Waldschule. Vorher räumt Miros Team aber noch die Fässer und die dicken Äste ordentlich zusammen. So kann es nächste Woche dann gleich mit dem Bau losgehen. Denn dann soll das Floß an nur einem Tag fertig werden. Miro geht mit gemischten Gefühlen. A bit of stress. Ganz ehrlich, ich stresse mich ein bisschen. Ich meine, wir sollen aus diesem Haufen von Kram ein Floß bauen. Also, ich bin ein bisschen nervös, ein bisschen verwirrt. Aber ich hoffe, es klappt. Wenn nicht Mittwoch ist, dann gehe ich zur normalen Schule. Dass Miro nur 4 Tage in der Woche auf die staatliche Schule gehen muss, hat mit dem Schulrecht in Neuseeland zu tun. Einen Tag pro Woche dürfen Kinder eine andere Schule besuchen. Sie müssen aber den Lernstoff nacharbeiten, den sie dabei verpassen. Die erste Stunde beginnt für Miro erst um 9:30. Das hier ist eine Art Mittelschule zwischen Grundschule und weiterführender Schule. Wir gehen 2 Jahre dorthin.
Wir machen Karikia. Das bedeutet, dass wir uns dafür bedanken, dass wir in einem friedlichen Land leben und Bildung bekommen. Karikia. Das ist eine Gebetstradition der Maori, der Ureinwohner Neuseelands. Miro lernt hier viel über die Maori. Heute geht es um eine sehr alte Schöpfungslegende. Wir werden uns heute die Schöpfungsgeschichte vornehmen. Hier ist Hani Mahuta, er ist der Wächter des Waldes. Möchte jemand was dazu sagen? Miro? Hält der Papa Tuanuku? Na dran. Oh, Rangi. Ja, ich verwechsel sie immer. In der ersten Stunde haben wir Erdkunde und Geschichte. Und das ist bei den Maori etwas ganz anderes, als wir es bei uns kennen. Am Anfang waren Rangi der Vater und Papa die Mutter. Viele Söhne wurden in die Dunkelheit zwischen ihnen geboren. Zwei wurden Gott von Mann und Frau. Und ihr werdet jetzt eine Bildergeschichte davon anfertigen. Ich lerne gerne etwas über die Maori-Legenden, weil das unsere Kultur ist. Und wir sollten sie nicht ignorieren. Wir haben zu 95% Schüler von den pazifischen Inseln. Samoa, Tonga und die Cook Islands. Ganz ehrlich, ich mag das. Cook Islands. I quite like that, to be honest. Meine Lieblingsfächer sind Schauspiel. Und Kai Kitchen, also Kochunterricht. Wir bewegen uns von Zimmer zu Zimmer. Ich mag diese Routine der normalen Schule. Es gefällt mir, von einer Klasse zur nächsten umzuziehen. In der letzten Stunde haben Miro und ihre Klassenkameraden Mathematik. Dieses Fach gehört nicht zu ihren Lieblingsfächern. Aber heute wird es doch ziemlich spannend. Ich habe heute eine Herausforderung für euch. Hört zu, ihr werdet ein Waka oder Kanu bauen. Ihr habt 30 Minuten. Die Mathelehrerin hat sich offenbar mit Tenil aus der Waldschule abgesprochen. Lernen sollen Miro und die anderen aber auch hier vor allem dadurch, dass sie in der Gruppe experimentieren. Wir sollen ein Waka bauen. Das ist eine Art Boot. Wir legen die Stäbchen kreuz und quer übereinander. Wir haben alle unsere Ideen eingebracht. Eine halbe Stunde später ist es soweit. Praxistest im Wasserbad. Haben die Kids die Aufgabe gemeistert? Das erste Modell schwimmt schon mal. Aber wird es auch die beiden Gewichte tragen? Dann ist das Boot von Miros Arbeitsgruppe dran. Ohne Volumen gibt es keinen Auftrieb. Diese Erkenntnis will die Lehrerin vermitteln. Es geht um drei wichtige Maßeinheiten: Volumen, Tragfähigkeit und Gewicht. Es hilft mir bei unserem Floß. Die Fässer sind für den Auftrieb da. Wenn da Wasser reinläuft, dann geht es abwärts. Eine Woche ist vergangen. Heute ist wieder Mittwoch, also Waldschultag. Das Floß soll heute fertig werden. Wir sind alle ziemlich aufgeregt. Ich finde, wir haben ein gutes Team und wir arbeiten prima zusammen. Wir mussten ein Stück Holz verschieben, weil das Fass noch nicht passte. Das hat Zeit gekostet. Aber wir haben fast alle Stangen zusammengebunden. Gleich kommen die Fässer.
Alles gut. Vorher allerdings müssen die Fässer auch wirklich dicht sein. In Mathe hat Miro gelernt, welche Bedeutung das Volumen hat. Mit allen möglichen Werkzeugen schrauben wir die Plastikstöpsel fest, damit auf gar keinen Fall Wasser eindringt. Dreh ich es zu? So herum. Nein, du drehst es auf. Ich muss es zudrehen. Ich bin aufgeregt, weil es schon echt gut aussieht. Und weil Gavin mitmacht, geht alles viel schneller und leichter. Weil die Fässer besonders fest fixiert werden müssen, übernimmt Gavin jetzt die Führungsrolle. Okay, ich mache es euch einmal vor. Ich nehme das Seil, einmal drehen, zweimal. Ist das ein Knoten zum schnellen Lösen? Dafür kann man ihn auch benutzen. Aber wir nehmen ihn zum Spannen, um das Seil ganz festzuziehen. Doch weil Gavin jetzt die Führung übernommen hat, fühlt sich Miro plötzlich überflüssig. Sie ist frustriert. Schließlich hatte Tenil ihr doch als besondere Challenge die Teamführung übertragen. Jetzt sagt Gavin hier alles an und ich habe das Gefühl, ich bin gar keine Teamchefin mehr. Ich habe irgendwie nichts mehr zu tun. Ich fühle mich mies, weil ich nichts beitragen kann. Sie ist eine gute Anführerin. Wahrscheinlich die beste, die ich jemals hatte. Sie ist nett und verständnisvoll und sie ist geduldig, wenn die anderen gestresst sind. Sie bringt Ruhe rein. Ich finde, sie ist eine super Teamchefin. Wenig später versucht Miro, ihren Frust herunterzuschlucken. Denn jetzt trägt das komplette Team das fertige Floß zum Meer. Und da will Miro natürlich lieber ganz vorn dabei sein, statt zu schmollen. Das Floß zu schleppen, oh Mann, das ist so schwer. Aber die ganze Waldschule hilft mit und so wird es ganz leicht. Es ist ein tolles Gefühl, da vorne zu stehen und anzupacken. Und alle sind dabei. Teamarbeit statt Konkurrenz. Ein wichtiges Lernziel in der Waldschule. Und beim Floßbau ist das auf jeden Fall gelungen. Die entscheidende Frage ist nun, schwimmt es denn auch? Ich denke mal, ein paar von uns könnten nass werden. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht runterfalle. Ich habe ein bisschen Angst, dass es auseinanderfallen könnte. Oder dass jemand über Bord geht. Wird das Floß das Gewicht seiner Passagiere tragen? Es scheint zu schwimmen. Wollt ihr euch draufsetzen? Catherine, willst du hinten sitzen? Was meinst du, Miro? Zwei nach vorne, zwei nach hinten. Okay, setz dich hier hin. Ich klettere drauf und fühle, dass es schwimmt, weil es schaukelt und sich bewegt. Und Leute, schwimmt es? Ja. Und wer hat daran geglaubt? Ich, weil die Fässer uns tragen. Miro hat's geschafft, das Floß schwimmt. Sie hat ihr Team erfolgreich geführt und ganz nebenbei etwas über Auftrieb gelernt. Ich bin ganz schön stolz, dass es funktioniert. Wir sind hier oben und allen geht es gut. Ich bin wirklich stolz.
Ich bin echt erleichtert, dass wir nicht runtergefallen sind. Ich bin so stolz, dass wir es geschafft haben. Ein tolles Gefühl. Ich hatte nicht den Eindruck, dass noch irgendwas schiefgehen könnte. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich bin stolz auf uns alle und einfach glücklich. Wenn ich 13 werde, darf ich nicht mehr in die Waldschule gehen. Ich will da nicht weg. Es fühlt sich für mich dann an, als wäre ich kein Kind mehr. Aber sobald ich 15 werde, komme ich einfach zurück und sage, kann ich jetzt hier arbeiten?